überall dort, wo die Freiheit des Menschen beeinträchtigt ist oder beschnitten ist, da müssen wir unbedingt dagegen kämpfen. Das ist das Allerwichtigste. Gegen Heimat habe ich überhaupt nichts. Nur wenn man sagt, dass unser Land ja, so besonders wichtig ist und dass unsere Leute zuerst kommen, das finde ich also ganz schrecklich. Wir sind 7 Milliarden Menschen auf der Welt, haben ungefähr ähnliche Sehnsüchte und Wünsche an das Leben. Also wir können uns alle ganz leicht verstehen. Wir dürfen uns nicht, auch bei Wahlen nicht, und wenn es noch so interessante Sprüche sind, beeinträchtigen lassen von Parteien, sondern wir müssen dann letztendlich doch entscheiden mit unserem eigenen Verständnis von Benimm, von Menschlichkeit, von Freundschaft, von Hilfsbereitschaft. Das sind die Dinge, um die es geht. Ja? Und die politischen soll jeder mit sich selber ausmachen. Aber Obacht, schön groß und wichtig die Augen aufmachen. Denken Sie daran, dass es viele Länder gibt auf der Welt, wo diese Freiheit nicht gewährt wird, sondern wo den Menschen gesagt wird, das ist zu tun, und wenn jemand sagt, nein, möchte ich nicht, dann wird er eingesperrt oder gar noch mehr. Wählen Sie, was Sie wählen wollen, das ist ja das Wunderbare, aber denken Sie daran, es muss jemand sein, der diese europäische Idee auch gern hat, der sie vorantreiben will. Gehen Sie zur Wahl. Europa lohnt sich. Europa ist nicht das Problem, sondern die Lösung. Ja, ich liebe diese Sache. Herzlichen Dank. Gerne, gerne. Wir sind ziemlich viele in ganz Europa.